Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um eine Buchrezension und zwar werde ich euch das Buch von der Galina Shatalova, Wir fressen uns zu Tode, rezensieren bzw. ein bisschen was darüber erzählen. Ich hatte ja vor einigen Wochen ein anderes Buch euch vorgestellt von einem Asiaten, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Ich glaube, ein leerer Magen macht gesund. Und dieses Wir fressen uns zu Tode ist auch so ähnlich, darum geht es auch, dass weniger Essen gesünder ist und dass wir damit einfach Volkskrankheiten vorbeugen können. Und darüber werde ich jetzt erzählen. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumblättern, habe mir ein paar Dinge markiert, damit ich das nicht vergesse, was ich zu sagen habe. Und wir starten jetzt und gehen direkt ins Thema rein. So, die Galina Shatalova ist eine ältere russische, ja, man kann schon Forscherin sagen, die auf diesem Gebiet Ernährung und Energie sehr viel gemacht hat. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie erzählt in dem Buch, dass sie auf Bergtouren und auch auf Safari-Touren schon über 70 Jahre alt war, sehr wenig gegessen und getrunken hat und trotzdem körperlich immer fit war. So, also eine über 70-jährige auch Ärztin, sie ist Ärztin. In dem Buch erzählt sie, wie sie Menschen gesund gemacht hat, auch die Probleme haben mit Diabetes, Herz, was ja heutzutage fast jeder hat, Bluthochdruck, Diabetes mit Insulin, wo man spritzen muss. Und wie hat sie diese Leute heilen können? Sie hat sie heilen können eigentlich nur mit Ernährung, mit Atmung, mit der richtigen Atmung und mit kalten Wassergüssen. Das heißt, sie mussten Eisbaden gehen, im kalten Wasser baden gehen. Meine Mutter wird einen Schreck kriegen, ja, weil wir immer hier Angst haben, Lungenentzündung, darf sie nicht frieren. Aber die mussten dann schon, also sagen wir es mal so, es ist zum Beispiel eine Patientin zu ihr gekommen, sie wollte unbedingt von ihr behandelt werden. Und diese Patientin war auch sehr schwer krank, hatte verschiedene Krankheiten wie Diabetes, wo sie spritzen muss, Bluthochdruck und noch andere Dinge. Und ihr Arzt hatte es aber ihr nicht erlaubt, dass sie zu der Galina Shatalova geht, weil die Galina Shatalova halt ja mit diesen krassen Sachen halt ankommt. Aber diese Patientin war so hartnäckig bei der Galina und wollte unbedingt von ihr behandelt werden und meinte, ich mache alles, was du mir sagst, bitte behandle mich. Und die Ärztin, die Galina Shatalova, meinte, nachdem ich gesehen habe, wie hartnäckig sie ist und wie sehr sie es wirklich möchte, habe ich sie aufgenommen und habe sie behandelt. Und sie hatte halt eine bestimmte Tagesration an Nahrung, was sie bekommen hat, natürlich sehr wenig. Und Atemübungen, die sie machen sollte, dann wie gesagt das Eisbaden und sie hatte sich mit der Zeit tatsächlich geheilt. Bewegung auch ganz, ganz wichtig. Und mit der Zeit sind die Werte immer besser geworden, bis die Frau plötzlich tatsächlich geheilt war. Sie betreut auch Sportler. Muss ich gerade mal gucken. Naja, da kommen noch ein paar Kinder. Ich stehe jetzt hier gerade draußen, die Kinder spielen auf dem Spielplatz. Und weil ich dazu gerade zu Hause nicht komme, Videos zu drehen. Ich bin ja Mama und Mütter wissen, wie es ist. Nicht nur Mütter, egal, Studenten. wir haben ja alle immer sehr wenig Zeit. Aber es geht nicht darum, dass wir sehr wenig Zeit haben, sondern wie wir unsere Zeit nutzen. Und wenn ich hier schon im Spielplatz bin und die Kinder am Spielen sehe, kann ich mir auch die Zeit nehmen, ein Video zu drehen. Genau, ich gucke jetzt nochmal in das Buch rein. Die Galina ist ja auf jeden Fall Veganerin und hat auch sehr viel mit Rohkost zu tun. Sie ist auf jeden Fall der Typ, der sagt, wir brauchen kein Fleisch, das muss nicht sein. Das nimmt nämlich sehr viel Energie von unserem Körper und wenn wir Fleisch essen, müssen wir auch mehr trinken. Und sie ist, isst kein Fleisch und trinkt auch sehr wenig, ernährt sich sehr viel von Rohkost und braucht sehr wenig Wasser, hat aber dafür viel mehr Energie. Ich wollte auf irgendwas anderes hinaus. Sie erzählte auch, wenn wir essen, dass wir zusehen, dass wir nicht zu sehr mischen, dass wir nicht zu viele verschiedene Sachen essen, weil wir sollten uns vorstellen, dass es in unserem Darm oder in unserem Magen so aussieht wie in einem U-Boot. Das U-Boot hat ja verschiedene Räume und jeder Raum ist wasserdicht abgeschlossen. Das heißt, es kann kein Tropfen Wasser rein oder raus. Und so ist es auch in unserem Magen. Immer wenn wir was essen, gehen dann die Türen zu und es wird verarbeitet. Wenn wir aber ständig essen, dann gehen die Türen irgendwann nicht mehr auf und zu. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel frühstücke, ja, sollte das Frühstück so einfach wie möglich sein, damit der Magen, also diese bestimmte Abteilung, die Tür zumachen kann, um das zu verarbeiten, was ich gerade gegessen habe. Sagen wir mal, ich habe einen grünen Saft getrunken. Ja, das wird dann verarbeitet, Tür wird zugemacht, es wird verarbeitet. Wenn ich aber hinterher direkt schon ein Müsli esse und danach wieder eine Banane und danach noch eine Orange, danach noch ein Apfel, da ist ja nur Tür auf, Tür zu, Tür auf. Also so ist unser Körper aufgebaut. Und irgendwann der Wäscher, der die Tür auf und zumacht, irgendwann lässt er die Tür dann auf, weil das so ein Stress ist, jedes Mal Tür auf und zuzumachen, dass er die Tür einfach offen lässt. Und so können dann Krankheiten entstehen mit der Zeit, also Allergien und so weiter und so fort. Deswegen sagt sie, lieber
zu bestimmten Zeiten essen, also jetzt keine bestimmte Uhrzeit, aber nur zu bestimmten Zeiten und dann lange Zeit wieder nichts. Also es sollte mindestens, was sie sagte, 4 Stunden Pause sein, ja, wo der Magen mal die Tür dazu machen kann und sich darum kümmern kann, einfach das alles zu verarbeiten. Ich glaube, das ist auch verständlich, dass, da gibt es auch nichts zu streiten. Dann gehen wir mal weiter. Sie erzählt auch, wie sie in der Wüste war und wie man eigentlich in der Wüste ungefähr 16 Liter Wasser trinkt bei dieser ganzen Hitze. Das ist ja schon extrem. Wenn man bei einer bestimmten Strecke, laufen sie da durch die Wüste, verschiedene Menschen. Und normalerweise braucht man ungefähr 16 Liter Wasser und halt seine Nahrung. Sie hat das geschafft, mit 1 Liter Wasser diese gesamte Wüste zu durchqueren und mit richtig wenig Nahrung. Und immer wenn sie in ihrem Ziel angelangt ist, war sie frisch und fit und hätte weiterlaufen können. Und die Leute, die mit ihr waren, die sehr viel getrunken haben, sehr viel gegessen haben, waren einfach nur erschöpft. Und sie sagt, am Anfang hatte sie natürlich sehr, sehr großen Durst. Das war für sie sehr anstrengend. Sie dachte, sie wird ersticken. Sie hatte den Trick gemacht, dass sie einen Stein in den Mund genommen hat oder eine Rosine, um einfach Speichel bilden zu können, damit sie nicht so einen trockenen Mund hat. Und ab und zu hat sie dann einfach nur einen Schluck warmen Tee getrunken. Das hat sie auch nochmal von innen abgekühlt und sie hat das ganze Wasser nicht gebraucht. Und auf was will sie hinaus? Das ganze Wasser braucht sehr viel Energie, um verarbeitet zu werden. Und das macht einfach den Körper noch mehr träge, noch mehr schlapp, weil er sehr viel Energie verbraucht wird. Aber umso weniger du trinkst, desto mehr Energie hast du. Und da müssen wir aber aufpassen, wenn ich jetzt sage, umso weniger du trinkst. Da muss man aber auch die passende Nahrung dazu haben. Okay? Nicht einfach weniger trinken und dafür dann irgendwelche Sachen essen, die wirklich nicht gesund sind. Ja, da braucht der Magen wieder, da braucht der Körper ja wieder Wasser. Sie sagt zum Beispiel, wenn man Fleisch isst, tierische Produkte, braucht man mehr Wasser, weil der Körper, ich glaube, bis zu 40% mehr Wasser einfach dann verbraucht. Da brauchst du einfach mehr Wasser. Aber wenn du jetzt von Rohkost zum Beispiel lebst, dann brauchst du sehr wenig Wasser, weil in diesen Rohkost-Lebensmitteln ist ja schon Wasser enthalten. Jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Ich gehe mal eins nach dem anderen. Es geht um Supermarathonläufer. Da hat sie ein Experiment gemacht. Und jetzt sagt sie ein paar Worte über diesen Sportler selbst. Im Unterschied zum gewöhnlichen Marathon, dessen Distanz 42 Kilometer beträgt, legen die Supermarathonläufer in 7 Tagen 500 Kilometer zurück. Je 70 bis 72 Kilometer pro Tag. Diese für den menschlichen Organismus extreme Belastung ist durchaus vergleichbar mit der schwersten physischen Arbeit. Okay, die Supermarathonläufer verbrauchen pro Tag bis zu 6000 Kilokalorien. Für mein Experiment schleuste ich eine Gruppe von 40 Supermarathonläufern, einige nach meiner Methodik vorbereitete Sportler ein. Die normalen Sportler verpflegten sich mit Rationen, die von kaloretischen Experten zusammengestellt wurden. Sie verbrauchten am Tag 190 Gramm Eiweiß, ungefähr 200 Gramm Fett, 900 Gramm Kohlenhydrate, was ungefähr diese 6000 Kilokalorien ergab. Die Auswahl der Lebensmittel entsprach vollständig der ausgewogenen Ernährung und bestand aus Fleisch in allen möglichen Formen, Nudeln und Süßigkeiten. Die Sportler aber, die zu meiner Gruppe gehörten, bekamen am Tag 28 Gramm Eiweiß. Jetzt überleg mal, die anderen 190 Gramm. Sie gab ihren Sportlern nur 28 Gramm Eiweiß, 25 Gramm Fett, also sehr wenig, und 180 Gramm Kohlenhydrate. Die anderen haben 900 Gramm Kohlenhydrate bekommen. Und das wären ungefähr 1200 Kalorien, die sie bekamen, trotz dass sie diesen Supermarathon gelaufen sind. Die Lebensmittel waren vollwertig und energiehaltig und hatten ihre natürlichen Eigenschaften bewahrt. Eine Rübe und kein Rübenkonzentrat, frisches Grün, Obst und Gemüse, ganze Getreidekörner hat sie ihnen gegeben. In allen übrigen Punkten, bei der physischen Belastung und im Tagesablauf, gab es keinerlei Unterschied. So, die vergleichende Analyse ergab, dass meine Schützlinge sich als robuster erwiesen und nicht nur das Gewicht hielten, sogar zulegten. Also sie haben sogar noch zugenommen, was ja eigentlich sich widerspricht. Darüber hat sie noch ein paar Mal gesprochen, dass sie Menschen, also gerade chronikkranken Menschen, wirklich sehr wenig Essen gegeben hat und trotzdem haben sie zugenommen und sind gesund geworden. Und das widerlegt ja wieder diese These, dass man viel essen muss, um dann auch zuzunehmen und dass wenig Essen eigentlich nur krank macht. Ja? Weil viele sagen, du musst diese bestimmte Kalorienanzahl zu dir nehmen, um zum Beispiel deine Gesundheit zu erhalten oder dein Gewicht zu halten. Dabei sagt sie, das stimmt absolut nicht, das muss man mal ausprobieren. Ich habe jetzt einige hier auf YouTube gesehen, wie heißt denn der nochmal? Ein Rohköstler, ich kann den mal nochmal einblenden. Der hatte auch, als er von der Zecke gebissen wurde, glaube ich, war das. Ne? Ich weiß nicht mal genau, was da war, aber ich kann dir mal das Video unten verlinken. Da hat er auch weniger gegessen, um seinen Körper zu heilen. Und er sagt auch, er hat nicht abgenommen und hat sich gewundert, mit wie wenig Nahrung er auskommt. Wir brauchen nicht viel Nahrung, solange die Nahrung
wirklich naturnah ist, von der Natur einfach voller Vitamine, voller Mineralien. Ja? Da brauchen wir kein Kilo Brot, Pizza, Nudeln, keine Ahnung, oder Fleisch. Das brauchen wir alles nicht wirklich. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich aufregen, aber das ist meine Meinung. Jeder hat eine eigene Meinung. So, die Atmung des gesunden Menschen, da geht sie weiter. Wenig essen, aber die Atmung. Da bin ich auch gerade dran, das zu lernen und das zu üben. Da habe ich mir schon ein Buch geholt, dass wir in den Bauch atmen sollen. Ich kann das nicht. Ich finde das so krass, dass ich das nicht kann. Ja, wir können es mal ausprobieren. Ich mache vielleicht auch nochmal ein Video dazu. Es gibt einige, die das können, aber richtige Bauchatmung können wirklich nur die Meister. So hatte ich das auch gelesen. Ich habe es wirklich mal ausprobiert. Aber ich bin noch nicht, entweder bin ich noch nicht bewusst genug dafür, nicht gesund genug dafür, ich weiß es nicht. Aber dieses bewusst hinsetzen und richtig in den Bauch atmen, ich versuche es. Ich kann jetzt sagen, ja klar, ich schaff's, aber ich merke, nein, es geht nicht. Umso mehr Ruhe du hast und umso bewusster man ist, desto besser ist auch der Atem. Und Atem ist ja Leben. Das merken wir ja. Wenn wir keinen Atem mehr haben, dann sind wir ja tot. Aber wir sind es gewohnt, gestresst zu atmen, eine flache Atmung zu haben. Wir atmen hier oben. Man sollte aber tief in den Bauch hineinatmen. Und sie sagt auch hier in dem Buch, dass man pro Minute 3 bis 4 Atemzüge braucht, dann hast du die richtige Atmung. Und ich glaube, wir atmen 40 bis 60 Mal pro Minute. Ich wahrscheinlich 200 Mal. Ich weiß es nicht. Sie sagt jetzt zum Beispiel hier, ein sehr wichtiges Element in der Atmung habe ich noch nicht erwähnt, die Hautatmung. Welche Rolle sie im menschlichen Organismus spielt, zeigt ein Fall. Jetzt erzähle ich es ganz, ganz kurz. Und zwar wurde ein Junge damals in einem Theater mit goldener Farbe bemalt, komplett seine ganze Haut. Man wusste nicht, dass die Hautatmung, also der Austausch von gasförmigen Stoffen über die Haut, für den Organismus notwendig ist. Der Junge starb, ja, weil er dann einfach, ich meine, über die Haut atmen wir auch. Und viele, die Make-up drauf machen, wissen das auch, dass die Haut, also man, viele reden ja auch darüber, ja, ich will, dass meine Haut atmet, ich will mich nicht jeden Tag schminken und zukleistern. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag uns schminken und mit irgendwelchen Cremes eincremen, ja, nach dem Duschen, Duschgel erstmal drauf, ja, schön Chemie auf den Körper schmieren, danach nochmal dick eincremen, mach ein bisschen Öl drauf auf deinen Körper. Einfach ganz normales, natürliches Öl. Wenn deine Haut trocken ist, wenn nicht, würde ich es sogar lassen. Und das Gesicht würde ich auch so lassen. Ich meine, ich schminke mich jetzt auch ab und zu, gerade wenn ich Videos drehe, mache ich ein bisschen Puder drauf oder so. Aber im Alltag schminke ich mich gar nicht. Ich will nicht sagen, schmink du dich nicht, aber achte darauf, wenn es nicht sein muss, dann lass es einfach. Lass deine Haut frei atmen, damit einfach da Sauerstoff rein und rausgeht und sie einfach nicht verstopft werden mit irgendwelchen Disziplinen, weil hier steht Disziplin und Ausdauer. Ich schränke gleich ein, ich wende mich nicht an die Leute, die gerade eine Kilo Wurst gekauft haben und gut gegessen haben, sodass sie nicht vom Stuhl aufstehen können und sich mit dem Gedanken quälen, ob sie ein Stündchen dösen sollen. Denen rate ich, schließen Sie mein Buch und ich wünsche Ihnen einen ruhigen Schlaf. Ich wende mich wirklich an die Menschen, die wirklich gesund sein wollen und bereit sind, von guten Absichten und Worten zu Taten zu schreiten. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass das System der natürlichen Gesundung seinen maximalen Effekt dann erreicht, wenn man wirklich all seine Empfehlungen befolgt. Es geht hier, wie gesagt, nicht nur um die Ernährung, es geht um die Atmung, es geht auch um die Bewegung. Sie erzählt auch, dass wir uns halt viel bewegen müssen, weil was sich nicht bewegt, das stirbt. Das wissen wir ja. Wie ein Fluss, der sich nicht bewegt, der wird ja schlecht. Wenn du Wasser stehen lässt, wird es schlecht. Es muss sich also, das Leben bewegt sich ständig. Und wenn wir den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen oder hier vom Auto auf dem Fahrrad, bewegen wir uns ja schon ein bisschen. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Bewegung ist unheimlich wichtig. Sie erzählt auch was von Yoga. Sie gibt auch ein paar Übungen hier in dem Buch, die man machen kann für die Atmung und auch ein paar Übungen, die man machen sollte, wenn man morgens aufsteht. Sie hat zum Beispiel die Übung gemacht im Liegen noch, einfach mit den Augen, ein Auge auf, dann die Augen so drehen, hoch, runter gucken, links, rechts, dann Auge zu, dann das andere. So ein bisschen Gymnastik für die Augen. Bewegung und Abhärtung. Jetzt geht es weiter um die Abhärtung. Da meint sie auch, dass wir total verweichlicht sind. Und ich bin wirklich so eine, hört ihr mich überhaupt? Ich bin auch so eine, die gerade wenn es kalt wird, die Kinder voll dick warm einpackt. Aber so tun wir die Kinder eigentlich nicht abhärten. Und es hat nichts mit der Natur zu tun. Also früher konnten die Menschen ja draußen leben, egal wie kalt es ist. Und heutzutage sind wir ja gleich tot, weil wir einfach so verwöhnt sind mit Heizung und warm zu Hause. Und sie sagt, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Volk, aber wie tun sie da ihre Babys abhärten? Da ist es irgendwie kalt. Ich weiß nicht, in welchem Land das war. Aber das ist so kalt, dass sie, um das Baby abzuhärten, das ist noch frisch geboren, ja, frisch, Nabel und alles noch ganz frisch, komplett nackt in Eis reinlegen und das nochmal mit Eis, mit Schnee einreiben, da liegen lassen für ein paar Minuten. Das Baby schreit herzzerreißend, aber sie sind abgehärtet und können bei minus 40 Grad ohne Mütze später draußen spazieren.
Und da erklärt sie auch, dass sie dann ja auch nicht tot sind. Und dass dieses kalt abduschen unheimlich wichtig ist. Also ich mache das schon seit einigen Monaten, war für mich auch eine sehr große Überwindung. Und ich bin auch noch nicht an den Punkt gelangt, wo ich komplett eiskalt dusche, sondern ich dusche erstmal warm, dann wird es lauwarm und irgendwann gehe ich auf kalt, mache erstmal ein Bein, dann das andere, dann die Arme und dann irgendwann Rücken und Bauch. Ich zucke halt immer noch zusammen, aber es tut richtig gut. Und dieses eiskalt abduschen härtet auch nochmal ab, stärkt das Immunsystem, macht dich einfach fitter. Musst du mal unbedingt ausprobieren. Es ist natürlich gemütlicher, es ist immer wieder eine Sache des Willens. Ja? Willst du es oder willst du es nicht? Wenn du jetzt da stehst und keiner guckt zu, kannst du natürlich schön gemütlich warm duschen. Aber wenn du dich abhärten möchtest, deinen Körper wirklich stärker machen möchtest, einfach mal ausprobieren, ein bisschen kälter zu duschen. Sie tut es auf jeden Fall raten und es gibt ja sehr viele, gerade in Russland, die dieses Eisbaden machen, wenn du das kennst. Ich traue mir das gerade jetzt nicht zu, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich richtig abhärtet. So, dann gehen wir mal weiter. Da gibt sie noch mal ein paar Übungen. Hier zeigt sie auch noch mal ein paar Übungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in die Kamera halten darf, aber es ist ja nicht viel zu sehen. Bewusstsein und Unterbewusstsein harmonisch verbinden. Da erzählt sie jetzt zum Beispiel auch mit dem Wald, wenn man rausgeht, die Natur, dass du einfach bewusst, also nicht ständig im Stress leben, sondern einfach bewusst im Wald spazieren gehen, die Eichhörnchen beobachten, die Pflanzen beobachten, die Sonne anschauen, einfach bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Mit Hilfe von Yoga lernt man, sein Bewusstsein zu steuern, was für uns eine besondere Bedeutung hat. Ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung leidet unter hohem Blutdruck. Das wird häufig durch Stress erklärt, den man heute gerne alle negativen Erscheinungen unseres Lebens in die Schuhe schiebt. Doch die eigentliche Ursache ist die ununterbrochene, nie nachlassende Anspannung, in der wir uns befinden, ohne dass wir es bemerken. Dies gilt es, sich ins Bewusstsein zu rufen, um dann aktiv die Entspannung einzuleiten. Und ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die dauernd angespannt sind, ja, beziehungsweise waren. Es wird immer besser mit mir. Aber ich bin schon so typisch die Frau, die den ganzen Tag eigentlich am Rennen ist. Ich bin ständig, auch wenn ich mal nichts zu tun habe, erlaube ich es mir eigentlich nicht, mal nichts zu tun. Es muss immer irgendetwas, also ich habe das Gefühl, ich muss immer irgendetwas leisten. Und dann bin ich auch unter Anspannung, also hier Geschirr spülen, da die Kinder das machen. Also wie gesagt, wenn ich auch mal nichts zu tun habe, fällt mir ein, okay, dann könnte ich doch irgendwas backen für die Kinder oder da könnte ich doch mal den Schrank ausräumen und putzen. Und da sollten wir uns das bewusst machen und einfach mehr Ruhe uns gönnen und erlauben. Ja? Wir müssen, in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir aufwachsen, da müssen wir uns ein bisschen entziehen und daran denken, wenn ich mir die Tiere anschaue, wie oft die da chillen, ja? Die Affen, die Löwen. Manchmal, die chillen einfach da. Wer macht denn das heutzutage noch? Selbst beim Chillen haben wir Fernseher an und das stresst ja, wenn du die ganzen Bilder da siehst und die ganzen Nachrichten hörst. Einfach mal nichts tun. Das gehört auch noch sehr stark zur Gesundheit, nicht nur die Ernährung. Dann geht sie nochmal weiter, was ist artgerechte Ernährung? Und da gibt sie hier auch nochmal Tipps, da werde ich mal direkt drauf gehen. Ich habe schon erläutert, dass der Mensch auf den Verzehr von Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten, Körnern, Getreide, Beeren, essbaren Gräsern, Samen, Nüssen und Honig programmiert ist und im Säuglingsstadium auf Muttermilch. Im Stadium des Übergangs zu einer heilkräftigen Ernährung kann man auch Eier und Fisch zu sich nehmen und bei deutlichen Anzeichen einer gestörten Darmflora auch Sauermilchprodukte wie Joghurt, sagt sie jetzt. Also ganz vegan ist sie nicht. Die Übergangsphase kann einige Wochen oder auch Monate in Anspruch nehmen. Vergessen Sie nicht, dass Sie in dieser Zeit, ein Heilungsprozess vor sich geht und da kann und darf es keine Eile geben. Für das Unterbewusstsein, das sich im Verlauf des gesamten vorgehenden Lebens entwickelt hat, sind nämlich die Abweichungen von den natürlichen Existenzbedingungen der Menschen inzwischen die Norm. Also es geht einfach darum, das habe ich jetzt auch in meinem Abnehmprogramm nochmal erwähnt, dass wir uns wirklich Zeit lassen müssen. Niemand kann von jetzt auf gleich sich komplett gesund ernähren. Vielleicht gibt es ganz, ganz wenige, aber wir sind so darauf getrimmt, auf unsere normale Nahrung, die wir so kennen. Und plötzlich sollst du was anderes essen und denkst, ja, okay, dann mache ich es einfach, um gesund zu sein. Aber wenn das mit viel Stress verbunden ist und mit viel Druck, klappt das gar nicht. Mach es lieber Schritt für Schritt. Wenn du weißt, okay, ich möchte eigentlich ganz gerne weniger essen, jetzt muss ich gerade mal gucken, nimmt er noch auf, hier den Ton, ja, der nimmt den Ton auf. Wenn du weißt, du möchtest weniger essen, mach das, oh Gott, ich rede schon 22 Minuten, mach das einfach ohne Druck und ohne Stress. Und schrittweise und immer wieder informieren und gucken, was kann ich denn essen, was meinen Körper stärkt und Energie gibt. Dann kann man es schaffen, wirklich weniger zu essen. Ständiger Appetit zeugt davon von einem krankhaften Zustand des Magen-Darm-Trakts und der Psyche. Ja? Jetzt muss ich gerade noch gucken.
Wobei dieser Zustand häufig künstlich hervorgerufen wird durch bestimmte Substanzen oder speziellen Verfahren in der Speisenzubereitung. Das geschieht, um den Menschen zu stimulieren, viel mehr zu essen, als er eigentlich braucht. Deshalb sagt sie, sie wiederholt immer wieder, kein Druck, kein Zwang, Geduld und Klarheit über dein Ziel. Du musst halt ein Ziel haben, klar darüber sein und dich nicht mit Hunger quälen. Auf keinen Fall mit Hunger quälen, weil dann rasten wir Menschen aus. Also lass mich mal richtig hungern und gib mir, keine Ahnung, gib mir eine Kuh, dann werde ich die fressen. Deswegen unbedingt darauf achten, nicht zu hungern und immer, also wenn du weniger essen willst, dass du wirklich immer vielleicht kleine Mahlzeiten, erstmal mit kleinen Mahlzeiten beginnst. Du sagst, ich möchte jetzt nur einmal am Tag essen, dann ess zum Beispiel mittags erstmal ein bisschen Obst, um deinen Hunger zu stillen und danach kannst du zum Beispiel abends deine Mahlzeit essen. Aber nicht komplett hungern am Anfang. In den ersten Wochen, manchmal auch in den ersten Monaten der Übergangsphase, ist unbedingt eine Monodiät einzuhalten. Das heißt, pro Mahlzeit nur eine Art von Lebensmitteln. Aber im Verlauf des Tages kann man abwechseln. Sie können Gemüse zu sich nehmen, Breie, Gemüsesäfte, Kräutertee mit Zitrone und Honig, Tee aus Hagebutten, Brühe aus Sonnenblumenkernen, die man mit der Schale malt, oder eine Milch aus geriebenen Walnüssen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich glaube, das ist jetzt schon fast vorbei. In der Zeit des Übergangs zu einer gesunden Ernährung empfiehlt es sich, den Organismus mit Reinigungsprozeduren zu unterstützen. Dafür gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden, darunter Bäder, Wickel, Massagen, Einläufe etc. Das System der natürlichen Gesundung ist für alle diese traditionellen und nicht traditionellen Methoden offen. Ich möchte unterstreichen, dass diese Reinigungsprozeduren nicht dafür gedacht sind, den Körper regelmäßig zu entgiften. Sie dienen keinenfalls dazu, die schädlichen Auswirkungen des Fleischkonsums zu neutralisieren, ohne auf den Fleischkonsum zu verzichten. Weil einige ernähren sich dann einfach ungesund und sagen, ja, ich mache einen Einlauf, ich entgifte, dann ist wieder alles raus. Aber das ist in ihrem Sinne jetzt nicht der Fall. Ich verschreibe die Reinigungsprozeduren nur in den Übergangszeit, um die Umorientierung des Organismus auf eine pflanzliche Ernährung zu erleichtern. Nach der Umstellung sind diese dann nicht mehr notwendig. Also sie sagt, es sind pflanzliche Nahrungsmittel, die all ihre natürlichen Eigenschaften bewahrt haben und welche mit Hilfe von ökologisch sauberen Technologien gewonnen wurden. Das sollten wir halt essen. Zu ihnen gehört das volle Getreidekorn, das kann man ja keimen, das reich ist an zusammengesetzten Kohlenhydraten, an Vitaminen der Gruppe B, an Eisen, Calcium, Zink und Mikroelementen. Dazu gehören weiter frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Samen und Nüsse. Besonders wichtig ist eine zinkreiche Ernährung, denn Zink ersetzt im Organismus das Cadmium, keine Ahnung, was es ist. Es stärkt das Immunsystem und wirkt sich positiv auf die geistige Fähigkeit des Menschen aus. Das heißt natürlich nicht, dass sie sich sofort Zink besorgen sollen, um es als Medizin zu nehmen. Das findet sie dann nicht so gut. Aber das Erste, was jede Frau, Hausfrau unternehmen sollte, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn sie ernsthaft um die Gesundheit ihrer Familienmitglieder besorgt ist. Sie sollte sämtliche Küchengeräte aus Aluminium aus dem Haus entfernen. Ich glaube, ich habe noch einiges aus Aluminium. Ich muss noch mal gucken. Am besten verwendet man Kochgeschirr aus Keramik oder Glas, im äußersten Fall aus Email, wobei aber die Oberfläche nicht beschädigt sein sollte. Das Gleiche gilt für Siebe, Schüsseln und Löffel. Ich glaube, ich habe Löffel noch. Am besten isst man mit Besteck aus Porzellan, Holz oder rostfreiem Stahl. Ich glaube, ich habe rostfreies Stahl. Ich habe gar kein Aluminium. Muss ich mal zu Hause in Ruhe gucken und mich hier nicht verrückt machen. Genau, dann geht sie auch weiter aufs Wasser, dass es unbedingt gereinigtes Wasser sein soll. Der regelmäßige Verzehr von Gemüse und besonders von frisch zubereitetem Gemüse, Säften normalisiert die Selbstregulierung des Organismus, unterstützt die Entwicklung einer gesunden Darmflora und aktiviert die interzelluläre Atmung, was besonders im Alter sehr wichtig ist. Heilkräftige Ernährung richtet sich nach der Saison. Der Frühling ist die Zeit der Kräuter. Sommer und Herbst sind die Zeit von Obst und Gemüse. Im Winter wird Körnern und Getreiden der Vorzug gegeben. Der gesunde menschliche Organismus braucht nicht die alltägliche Vielfalt in der Ernährung. Diätologen vorstellen können, die den Menschen täglich mit einer teuflischen Mischung inkompatibler Lebensmittel belasten. So, dann geht sie weiter. Darum sind Karotten, Rüben oder Petersilie, die gerade aus dem Garten kommen, unvergleichlich nahrhafter als Bananen, Avocados oder Melonen, die von weit her transportiert werden. Dann geht es nochmal weiter um das Thema Nüsse. Nüsse wirken sich ungünstig auf den menschlichen Organismus aus, wenn sie in großen Mengen verzehrt werden. Immer halt eine Handvoll. Ja, da muss ich auch noch an mir arbeiten, weil wenn ich mal Nüsse esse, dann haue ich rein. Aber habe ich schon einige Male gelesen, wenn wir schon Nüsse essen, wenige. Wenn wir schon Nüsse essen, dann wenig Nüsse. Wir müssen halt überlegen, stell dir mal vor, du hast einen Baum, wo Nüsse sind und du würdest sie pflücken. So viel würde ich gar nicht pflücken, weil ich dann irgendwann wahrscheinlich keinen Bock mehr hätte, die alle zu
aus der Schale zu befreien. Ja, ich denke mal, die Urmenschen, wenn sie mal Nüsse gegessen haben, nicht so viele wie wir heutzutage. Ich habe hier eine Packung, da ist schon alles geschält, schmeckt, einfach mal reinhauen. Aber du musst dir halt vorstellen, wie macht man das denn, wenn es in der Natur ist? Wenn du die pflückst, isst du ja gar nicht so viele. Und deswegen kann es nicht von Natur aus gesund sein, einen Haufen Nüsse zu essen. Dann gibt es hier noch einen Tipp. Süße Mandelkerne haben eine besonders hohe Nähreigenschaft. Weichen Sie am Abend etwa 20 Mandelkerne in Wasser ein, sodass Sie morgens ganz leicht die Haut abziehen können. Die weißen Kerne werden gerieben und mit ein paar Tropfen Wasser oder Karottensaft vermengt. Diese Speise eignet sich sehr gut für die Kräftigung von geschwächten Kindern und Erwachsenen. Sie kann auch im Säuglingsalter angewendet werden, wenn man die Kerne besonders fein mahlt. Wenn Sie gesund sein wollen, vergessen Sie Torten, Kekse, Milchbrötchen und andere der Natur des Menschen fremde Erzeugnisse. Aber das ist ja klar, das wissen wir ja schon. So, verwenden Sie, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, verwenden Sie niemals einen Schnellkochtopf. Hier geht es darum, dass wenn wir über 250 Grad backen und so weiter oder kochen, dass da Gifte und Gase entstehen. Je kürzer die Wärmebehandlung, desto höher die Qualität der Speisen. Eine Zubereitung von Speisen über eine Temperatur von 100 Grad ist nicht erwünschenswert. So, und jetzt sagt sie, verwenden Sie niemals einen Schnellkochtopf. Darin erhöht sich dank der Druckentwicklung die Temperatur auf über 100 Grad Celsius. Und das wirkt sich äußerst ungünstig auf die Eigenschaften unserer Nahrung aus. Man kann davon ausgehen, dass hier eine Veränderung der Wasser- und Eiweißstruktur sowie eine Zerstörung der Enzyme eintritt, welche die Selbstverdauung des natürlichen Produktes sichern sollten. Dann geht sie weiter auf die Hygiene wegen der Sauberkeit der Nahrung. Ich möchte jetzt nicht hier alles dir vorlesen, weil wenn du wirklich Interesse hast, hol dir das unbedingt. Sie sagt noch, nach 18 Uhr sagt sie nichts essen, das empfiehlt sie. Und die Hauptmahlzeit sollte ungefähr um 14 Uhr eingenommen werden. Ja, also wenn du schon isst, dann so gegen nachmittags und dann abends ab 18 Uhr nichts mehr, damit der Körper sich einfach ausruhen kann. Genau, ich glaube, ich habe es jetzt sehr gut zusammengefasst. Das waren jetzt so die wichtigsten Punkte aus dem Buch. Ja, wir fressen uns zu Tode, einfach zu viel essen, einfach nur... Es sind einfach Lebensmittel, wenn wir wirklich zu viel essen, das sind einfach leere Kalorien, die sich in unserem Körper befinden. Abfall, ja, den ganzen Tag nur am Kacken, das brauchen wir nicht. Also lieber wenige kleine Mahlzeiten, die wirklich sehr nährstoffreich sind. Lass dir Zeit dabei, mach das schrittweise, ohne Stress. Und ich kann dir das Buch empfehlen, wenn du dich für gesunde Ernährung interessierst. Ansonsten hast du Lust, mal eine Sammlung von mir zu sehen, ein Video über die anderen Bücher, die ich noch habe, über Ernährung. Falls dich das interessiert, schreib bitte unten rein. Dann mache ich nochmal solche Rezensionen. Und wenn du möchtest, dass ich sie kürzer fasse, schreib es auch nochmal unten rein. Ansonsten, wenn du sagst, nein, ich möchte schon, dass du es sehr ausführlich machst, dann mache ich es ausführlich. Schreib mir einfach unten, ich brauche dein Feedback. Was hältst du von diesen Büchern, wenn du mehr sehen möchtest, mehr hören möchtest? Mache ich. Und ja, dann wünsche ich dir einfach eine gesunde, schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Bye, bye.